Die Medien haben ja bereits auch sehr ausführlich darüber berichtet. Man hat das Gefühl, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke Hand hier tut. Wenn unsere Kärntner Unternehmen in einer derartigen Art und Weise agieren würden, diese wären am Markt nicht überlebensfähig. Nur drei Beispiele. Stellen Sie sich vor, Ihr WC ist verstopft. Sie rufen einen Installateur an, der kommt dann auch. Der sagt Ihnen, dass es sich um einen Rohrbruch handelt, dass er da aber nichts machen kann, dass Sie einen anderen Installateur rufen müssen. Und genau so ein Szenario hat sich zwischen dem Land und der LIK zugetragen. Was sagt uns der Hausverstand? Das muss man schleunigst vereinfachen, das gehört in eine Hand und klar geregelt. Zweites Beispiel. Im Verwaltungszentrum. Sie kennen ja die Becken in den beiden Atrien. Was passiert, wenn für Wartung und Betrieb die LIK und für die Reinigung das Land zuständig ist? Richtig, es kam zu einer Algenplage. Was sagt uns der Hausverstand? Die beiden Becken gehören in eine Hand. Drittes Beispiel. Aber jetzt wird es wirklich traurig. Der Landesrechnungshof hat bei allen 8 überprüften Gebäuden teils gravierende Mängel im Bereich der Barrierefreiheit festgestellt. Am Beispiel der Verwaltungsakademie bedeutet das, weil der Lift nicht behindertengerecht ist, hätten Rollstuhlfahrer wirklich große Probleme, in eines der oberen Geschosse zu kommen. Und das, obwohl seit Anfang 2016 sämtliche Gebäude in Österreich behindertengerecht adaptiert und barrierefrei zugänglich sein sollten. Vieles, was der Landesrechnungshof aufgezeigt hat, empfinde ich als wirkliche Schande. Eine Frau, sie ist behindert, sie kommt aus dem Lavantal. Sie ist vor ein paar Tagen in meiner Rolle als Ombudsfrau auf mich zugekommen und hat mir wirklich von ihren traurigen Erfahrungen in einem der Verwaltungsgebäude in Klagenfurt berichtet. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Kärntner Landtag, wir sind hier wirklich gefordert, zu handeln und die richtigen Schritte zu setzen. Setzen wir doch wieder mehr auf den Hausverstand, auf Entbürokratisierung und auf wirklich einfache Lösungen zum Wohle unserer Kärntner Bevölkerung. Wir Freiheitliche werden auf jeden Fall auf diesem Thema draufbleiben.